Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag. Das Wochenende ist vorbei. Schade. Es ist noch recht früh. Ich glaube, kurz nach 8 haben wir. Ich habe gerade das Video geschnitten von Samstag. Gestern haben wir nicht gevloggt. Wartet mal. Ich bin gerade dabei, alle Fenster zu schließen. Morgens ist immer große Lüftung angesagt. Ich bin noch nicht fertig gemacht. Offensichtlich. Ich habe Bernds Pullover angezogen heute Morgen, weil ich meine Anziehsachen alle hier im Schlafzimmer hatte und ja, hier nicht rumwühlen wollte. Und Bernds Pullover lag im Badezimmer und es war so kalt, ich habe den einfach schnell drüber geworfen. Ja, und jetzt mache ich mich erstmal fertig. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like figgy pudding. Ach, besser wird's heute nicht mehr. Keine Lust zu duschen, mir die Haare zu waschen und so. Einfach nass gemacht. So, dann nehme ich jetzt direkt hier die Wäsche mit und zeige euch, was wir gestern gemacht haben. Wir waren nämlich ein bisschen fleißig hier im Haus, haben ein bisschen gewerkelt, also vor allem der Bernd, der hat halt gebohrt und so, und ich habe dekoriert, das was mir nicht so liegt, aber ich habe es versucht und ja, ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Also hier stand vorher ein Schuhschrank, den haben wir jetzt im Wintergarten gestellt. Und hier zwei Regale angebracht. Einmal ist dann das Licht da drauf, das kleine. Und ja, Bilder, wie ihr sehen könnt. Und da ist unsere Schlüsselablage. Und jetzt kommen wir auch endlich hier an den Schuhschrank ran. Da sind zwar noch keine Regale drin, die wir benutzen können. Da sind unsere ganzen Schuhe drin. So, Licht an. Da ist jetzt halt nur der Spiegel drin, dieser wunderschöne. Ich weiß nicht mehr, wo ich den aufhängen soll. Da frage ich euch gleich nochmal. Das ist der Weihnachtsbaumständer. Der stützt gerade so ein bisschen den Spiegel, dass er nicht umkippt. Und noch so ein Regal, wissen wir noch nicht, wohin damit. Aber das wird irgendwann mal hier der Schuhschrank, wenn wir mit allem fertig sind. So, jetzt ist das erstmal eine Tür. Hier standen noch die ganzen leeren Umzugskartons und so. Die sind jetzt alle auf dem Dachboden. Also ist hier schon mal ein bisschen schöner geworden. Das habe ich euch letzte Woche gezeigt, dass ich da oben die Kisten reingemacht habe mit Mützen, Schals und Handschuhe und sowas alles. Ja, dann haben wir angefangen, hier im Treppenhaus Bilder aufzuhängen, aber da kommen noch welche dazu. Ist nur so ein kleiner Anfang. Der steht immer noch. Das hatte ich ja letzte Woche angefangen. Wegen dem Smurfy, also der Beagle, der geht ja immer überall dran an jegliche Dekoration. So war es zumindest letztes Jahr. Und mittlerweile kann man anfangen, oder schon länger, Sachen zu integrieren. Also wir können Schmuck an die Fenster hängen, wie ihr seht. Das war früher alles nicht möglich. Jetzt geht das mittlerweile. Und am ersten Tag war es ganz schlimm mit dem Adventskranz. Da wollte er halt ganz oft da dran. Am zweiten Tag musste ich ihn nur noch 10-mal ermahnen. Und jetzt ist er uninteressant. Und so machen wir das immer Stück für Stück mit der ja, Wiedereingliederung von Dekorationen hier. Ja, und hier haben wir auch noch Bilder aufgehangen und eigentlich hatten wir überlegt, hier den großen schönen Spiegel hinzuhängen. Aber, jetzt sage ich euch, warum nicht. Da ist ja das Sofa, da sitzen wir und gucken hier Fernsehen. Und wenn dann da der Spiegel hängt, dann spiegelt sich diese Tür da drin. Und ich finde die Türen, ich hätte halt gerne weiße Türen. Und die sind halt nicht so schön. Und dann spiegelt sich diese hässliche Tür auch noch in diesen Spiegel. Und deswegen... Ja, wollte ich das nicht. Und deswegen haben wir halt Bilder dahin gehangen.
Und hier sind noch mehr Bilderrahmen, die haben wir schon gekauft. Und schaut mal, das Glas ist kaputt gegangen an einem Bilderrahmen. Ja, sehr ärgerlich, aber ist jetzt so. Also hier sind halt die Bilder drin, die ich schon rausgesucht habe. Also einfache Fotos, die noch aufgehangen werden. Das muss ich noch weitermachen, weiter sortieren. Und jetzt habe ich gerade oben auch noch welche entdeckt im Büro. Bernd hatte nämlich gestern halt ganz viel auf den Dachboden gebracht. Und somit ist jetzt hier der Platz im Büro etwas größer geworden. Hier ist aber immer noch Chaos. So, aber es war hier so, dass man kaum laufen konnte, ne? Also von daher, es wird, aber es ist noch lange nicht. Da ist noch eine Weihnachtskiste. Anziehsachen nach und nach, also Sommersachen, die wasche ich jetzt durch und räume die im Schrank ein. Ja, das hier, ach, die können auch noch auf dem Dachboden. Ja, das machen wir nach und nach. Und hier sind jetzt noch so Bilder. Das zum Beispiel würde ich gerne rahmen, das hat der Calvino mal gemalt und gebastelt. Das würde ich gerne aufhängen. So, ich habe die jetzt mal runtergebracht hier auf den Tisch, da kann ich die besser zeigen. Diese Bilder würde ich gerne wieder aufhängen, da weiß ich noch nicht wo. Und das sind so selbstgemalte Bilder, das habe ich zum Beispiel mal gemalt in der Grundschule. Ich weiß, es ist pottenhässlich, aber ich würde es gerne aufhängen, weil das hing immer bei meiner Mama und das erinnert mich einfach an meine Mama und deswegen möchte ich das wieder aufhängen. Smurfy und ich waren jetzt draußen und es ist so kalt, es ist richtig nass kalt, also so... Es regnet oder fisselt, er gesagt, und es ist richtig eiskalt. Ich bin richtig durchgefroren. Ich war jetzt auch keine Riesenrunde mit ihm. Das ist mir echt zu ungemütlich. Ich habe ihm gleich so einen Kauknochen gegeben. Und werde gleich so eine Runde mit ihm hier spielen, dass er beschäftigt ist. Boah, ist das schäbig, sage ich euch. Und ja, ich muss jetzt die Spülmaschine ausräumen. Und dann werde ich Essen machen. Dann nehme ich euch natürlich mit. Ich zeige euch, was es gibt. Es gibt was ganz Leckeres, was es ganz, ganz lange nicht mehr bei uns gab. Hast du gemacht? Hast du deinen Knochen eingesperrt darunter? Ja, da kommst du nicht hin. Da wedelt der Schwanz. Ne? Du weißt genau, ich hole den jetzt da raus. Warte. Okay. Okay. Nimm. Ja, dann nimm ihn doch auch. Ja. Aber nicht damit aufs Sofa, ne? Ab auf deinen Platz damit. Da. Guck mal, was er mit den Ecken schon. Die sind schon so richtig von der Wand. Da müssen wir mal drüber streichen. Ja, oh, so, Farbe haben wir noch genug. Zum Glück. Ich hatte euch doch von unserem Weinglas-Desaster in Anführungsstrichen erzählt, als wir diesen Pärchenabend hier hatten. Da hatten wir ja keine Weingläser, also nur diese vom Ikea, was der Bernd gesagt hat. Das sind keine richtigen Weingläser. Und dann ist er ja in ein Geschäft gefahren und hat gesagt, er holt Weingläser. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, welche er da geholt hat. Das wollte ich jetzt mal nachholen. Und zwar, Moment, so, ich bin darauf gekommen, weil ich das hier gerade gespült habe. Also, er hat diese als Weißweingläser geholt von Leonardo. Die sind jetzt nicht poliert, die haben Wassertropfen, ne? Sorry.
Also Weißwein- und Rotweingläser von Leonardo, wo ein Glas 6 Euro kostet. Deswegen hat er nur, ich glaube, 2 jeweils mitgebracht. Smurfy runter. Ey, warte mal. Smurfy! Aber 2 Weingläser ist natürlich doof, wenn man mal irgendwann wieder mehr Besuch einladen darf. Hätten wir das auch gerne getan. Und deswegen reichen uns 2 Weingläser nicht. Und dann haben wir überlegt, naja, was machen wir? Wir hätten halt gerne dieselben, aber so teuer. Und so oft trinken wir ja nicht Wein. Also zeige ich euch, was passiert ist. Letzte Woche im Aldi hatten sie Weingläser im Angebot. Jetzt sind wir allerbestens ausgestattet. Wir haben jetzt 8 Rotweingläser und 8 Weißweingläser. Und da unten sind noch die, die ich vorher hatte vom IKEA. Die 2. Und die haben uns immer gereicht eigentlich. Aber jetzt haben wir halt alles. So, ein Duschnäuzchen, komm mal da raus. Raus. Ach, wollte ich euch noch sagen, das hatte ich euch auch mal bei Thomas Phillips haben wir das gekauft für den Smurfy. Da kann man Leckerchen reinmachen. Das ist wie so ein Kong. Das hat 99 Cent gekostet bei Thomas Phillips. Und wenn man die Stückchen groß genug macht, dann spielt er damit ewig und 3 Tage. Gerade hatte er Käse da drin, weil das halt nicht so schnell da rauskommt wie aus dem Kong. Und ja, ich zeige euch, was er macht, wenn ich ihm sage, dass er mir den bringen soll, weil ich ihm den wieder voll mache. Hier habe ich Käse. Smurfy, bring ihn fein. Bring den Kong. Super. Ja, nee, bring ihn fein. In meine Hand. Ja, okay. Lassen wir gelten. So, dann mache ich das schon richtig groß und stopfe das hier rein. Dann spielt er damit die ganze Zeit. Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich schneide die so klein und schmeiße ihm die ab und zu auf den Boden, dass er denkt, runter. Dass er denkt, dass das jetzt da rausgefallen ist aus dem Kong. Und deswegen ist er dann ganz lange damit zugange und beschäftigt. So. Und jetzt, Smurfy, ab auf deinen Platz. Warte. Okay. Okay. Entweder klappt es nicht, dass er sich direkt auf seinen Platz legt, oder das okay klappt nicht. Okay, Smurfy. Ja, fein. Super. Jetzt riecht das richtig schön nach Emmentaler Käse. Also, ich fange jetzt an zu kochen und ich zeige euch, womit, was es gibt. Einen Moment. Also, und zwar gibt es Nudeln. Für mich sind heute Penne die Wahl, denn da geht die Soße richtig schön so rein und drumherum und richtig lecker. 1 Kilo Penne für 3 Personen, weil wir essen ja kein Fleisch oder so dabei, keine nichts anderes. Deswegen muss es schon 1 Kilo sein, dass wir alle satt werden. Und dann mache ich eine Paprika-Sahnesoße dazu. Ja, nicht erschrecken. Bernd hat Paprika-Tiefkühl geholt. Hier, Paprikastreifen, 2,5 Kilo. Davon hat er 2 Säcke geholt. Für seine, haben wir euch gezeigt, was er gemacht hat, Gyros-Suppe. Und jetzt ist halt ganz viel noch übrig. Und deswegen verwende ich jetzt diese Paprikastreifen. Das sind halt grüne, rote und gelbe, alles gemischt. Und Zwiebeln haben wir auch noch tief gefroren, deswegen verwende ich die auch. Das brate ich jetzt zusammen an, dass das... Ist dein Kong da drunter? Brauchst du Hilfe? Dann warte. Geh mal weg. Da. So. Nicht wundern, der steht hier nur, weil unsere Küche, da kommen ja noch Möbel, da fehlt noch was. Und damit der Hund nicht immer da hinten reingeht und Kabel oder so schrümmelt, steht der dazwischen. So,
Und die Cashewkerne benutze ich auch. Wir haben zwar auch so eine Sahne, die wir sehr gerne benutzen. Also so ein Tetrapack Sahne in vegan. Allerdings, da, die laufen bald ab. Und deswegen benutzen wir die. Und das gibt eine schöne Cashew-Sahnesoße. Aber jetzt brate ich erstmal die beiden Sachen hier an. Und weil ich so ehrlich bin, zeige ich euch das auch. Das ist noch vom Frühstück gestern übrig. Die ist nicht mehr so schön, die Paprika und die Zwiebel. Aber das packe ich jetzt auch mit in die Bratpfanne rein. Da ist ja nichts dran. Das sieht halt nur nicht mehr so knackig frisch aus. Und so würde es keiner mehr essen. Ja, Resteverwertung. Ich glaube, ich bin zu ehrlich für YouTube. Das sieht doch bestimmt voll eklig aus. Egal. So, und während das dann gleich morgen kommt hier jetzt schon mal Cashewkerne und Wasser rein und dann können die hier schon mal einweichen. Ich habe mal so überlegt, das sind ja 400 Gramm Cashewnüsse, also hat alleine die Soße durch die Cashewnüsse ungefähr 2000 Kalorien, weil die ja so enorm fettig sind, aber egal. Ich knabber jetzt nebenbei hier den Fenchel auf, der ist gesund und der muss weg. Und ja, das Wasser für die Nudeln aufgesetzt und das schmuggelt hier so langsam vor sich hin. Ich habe noch ordentlich Knoblauch reingemacht und wenn das gleich ein bisschen angetaut ist durch die Pfanne, dann kommt der Rest Paprika da auch noch rein. Dann sind das ungefähr, ja, ich würde sagen 1,8 Kilo oder 2 Kilo Paprika, die ich da drin habe. Ja, und dann wird das gleich einfach alles hier zusammen gemischt. Gewürze mache ich auch mit rein, Salz, Pfeffer, ja, nach Geschmack halt, wonach euch beliebt, wenn ihr das nachkochen möchtet. Ich habe noch 3 Pilze entdeckt von der Pizza gestern. Sind die übrig? Die schmeiße ich jetzt auch mit rein. Resteverwertung. Sonst müsste ich sie wegschmeißen die Woche. Wäre auch schade. Ihr habt doch immer so viele Tipps für uns. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare. Also ihr wisst ja, dass wir fürs Wochenbett vorkochen möchten. Natürlich sind trotz Gefriertruhe unsere Gefriermöglichkeiten begrenzt. Und deswegen wollten wir einkochen. Und muss man dafür wirklich so ein Einkochgerät haben? Oder kann man das zum Beispiel auch hier reinmachen? Und dann habe ich mal gesehen, im Backblech Wasser reinmachen, dass zum Beispiel bis hierhin Wasser ist. Und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Stunde bei wie viel Grad auch immer im Backofen, dass es richtig einkocht. Da hätte ich gerne mal Tipps zu, wenn das jemand weiß. Das wäre echt super lieb, wenn ihr uns da helfen könntet. Weil jetzt auch die Soße gleich, wenn ich die Paprika reinmache, wir essen da zwar 2 Tage von, aber da wird was übrig bleiben und das könnte ich auch einkochen, wenn ich jetzt schon den Tipp hätte. Mal gucken, vielleicht finde ich auch was im Internet dazu. Das ist nicht schön. Adventskranz leuchtet auf dem Wohnzimmertisch. Das Feuer brennt im Kamin. So, jetzt mache ich Licht an. Sonst seht ihr nichts gleich, wenn ich mit euch rede. So. Ach, schaut mal, das sind wir in Ägypten. Karikaturen haben wir malen lassen. So, also. Ich habe mich nicht mehr gemeldet heute den ganzen Tag. Weil wir hatten wieder eine dieser Geschäftsideen, Bernd und ich, und dann haben wir eigentlich die ganze Zeit Brainstorming gemacht und ja, geguckt, halt Informationen rausgesucht und sowas alles. Viel telefoniert, rumtelefoniert und die Köpfe qualmen. Mal gucken. Ich will noch nichts verraten, weil ich nicht weiß, ob das was wird. Wir müssen es erstmal weiter recherchieren, ist nur eine Idee, weil ja jetzt auch das Nagelstudio wird ja jetzt definitiv schließen und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr aufmachen, also durch den ersten Lockdown sind ja schon unwahrscheinlich viele Kunden weggeblieben, nicht nur in meinem Nagelstudio, also in vielen Nagelstudios, der ganze Markt ist halt kleiner geworden, es gibt nicht mehr so viele Frauen wie vor dem ersten Lockdown, die sich Nägel machen lassen. Weil viele haben das dann halt, es ist halt rausgewachsen. Wir hatten ja 8 Wochen zu, die Nagelstudios. Und dann ist es halt rausgewachsen und dann die einen haben gemerkt, oh, das geht ja auch ohne
alle 4 Wochen oder 3 Wochen dahin zu gehen zum Auffüllen. Andere haben angefangen, sich das selber zu Hause zu machen. Andere sind irgendwo hingegangen, die zu Hause schwarz die Nägel machen, also im Keller oder was weiß ich, wo irgendwo zu Hause halt die Nägel machen. Oder die beste Freundin hat angefangen, Nägel zu machen, das klappt ganz gut, dann sind die da hingegangen, was ja auch wieder darunter fällt, die gehen woanders hin. Wiederum andere haben vielleicht ihren Job verloren oder Kurzarbeit und können sich das einfach nicht mehr leisten. Ja, ganz viele verschiedene Sachen. Manche haben mich angeschrieben, haben gesagt, du Michaela, ich würde erstmal drauf verzichten, weil ja, man weiß nicht, ob der nächste Lockdown kommt, ne? Und wenn die jetzt ab sind, die Nägel, und man macht neue drauf, dann ist das ja am Anfang immer teurer als hinterher das Auffüllen. Dann haben die gesagt, so die scheuen davor, jetzt halt dieses Geld zu bezahlen für die Neumodellage und dann kommt der nächste Lockdown, der ja jetzt ist. Und ja, so war das dann halt. Ich habe jetzt die paar Kunden, die ich dann noch hatte, habe ich weitergemacht. Also das heißt die paar Kunden, ne? Ich habe halt schon noch gearbeitet, aber sehr viel weniger. Das habt ihr auch mitbekommen in den ganzen Videos, dass ich immer gesagt habe, ich arbeite nicht mehr so viel. Ja, weil halt, ne, die Kunden weggeblieben sind. Viele. Und ja, jetzt ist der zweite Lockdown und ja klar, jetzt bin ich auch noch schwanger, ne? Jetzt kommt das Baby und dann ist es schwierig zu sagen, zum Beispiel komm Montag um 9 Uhr zum Nägel machen, da habe ich auf jeden Fall Zeit. Das kann ich halt nicht mehr garantieren, wenn das Baby da ist, weil ihr wisst selber, wie das ist mit kleinen Kindern. Wenn man arbeitet, die sind immer, dann haben die Bedürfnisse, wenn man nicht kann. Also wisst ihr, wie ich meine. Deswegen, ja, wird das Nagelstudio halt definitiv schließen. Aber ja, wir geben ja nie auf, ne? Wir haben immer neue Ideen. Keine Ahnung, mir qualmt richtig der Kopf von diesem ganzen Denken heute. Ihr wisst, wir haben auch noch das Kochbuch in petto quasi, was wir auch angefangen haben zu schreiben, was auch fast fertig ist, was wir noch zu Ende machen müssen. Dann ist mir aber heute mal so, habe ich mal nachgerechnet, es sind noch 40 Tage bis zum Entbindungstermin. 40 Tage, also es dauert jetzt echt nicht mehr lange, dann kommt die kleine Maus. Da haben wir gerade mit Calvino gesprochen, so. Kannst du das vorstellen, ne? Wir werden hier in ungefähr 40 Tagen so, oh, die Wehen kommen und dann fahren wir ins Geburtshaus und wenn wir wiederkommen, dann ist da ein Baby bei und das ist dann immer da, das gehört dann zu uns, ne? So, oh mein Gott, so, Baby, 40 Tage. Ich habe überlegt, ob ich das Video dann schon so, also reinschreiben soll, Countdown 40 Tage bis zum Entbindungstermin. Ich glaube, das mache ich. Weil ich ja eh Daily Vlogs mache, also jeden Tag ein Video online stelle, dann mache ich jetzt immer, ne, Countdown und dann halt Entbindung, oh Gott, und dann das Wochenbett. Unglaublich. Unfassbar. Wir bekommen ein Baby. Ja, 40 Tage, das ist echt nicht mehr lang, ne? Ja. Ja, die Männer sind jetzt jedenfalls spazieren mit dem Smurfy. Wir haben schon Abendbrot gegessen. Ihr hört auch wieder die Spülmaschine brummen, wie so oft, wenn ich ein Video mache. Im Hintergrund brummt sie. Ich weiß nicht, warum sie so laut ist. Ich durfte hier bleiben, die Füße hochlegen und ja, mit euch reden halt. Ne, dann habe ich das auch schon mal erledigt. Nein, aber ich habe gesagt, kann ich in Ruhe noch mit der Kamera reden, wenn die wiederkommen und dann der Hund hier, dann touren die noch rum mit dem Hund, spielen mit dem und so, dann ist das immer so laut. Dann war das ein Vlog, wo ich ganz, nur ich ganz alleine, ohne die Männer. Ja, mal gucken, vielleicht gehe ich gleich noch in die Badewanne. Es fühlt sich wieder an, als ob der Bauch platzt. Ah, da, als ob der hier so am Bauchnabel reißt. Die ist ganz dünn hier, die Haut. Ich weiß es nicht. Ich creme den immer ein. Keine Ahnung. Ja, Mittwoch haben wir wieder Hebammentermin. Ist jetzt jede Woche Vorsorgetermin bei der Hebamme. Und da freue ich mich auch drauf. Gut, dann werde ich das Video jetzt hier beenden. Können wir weiter brainstormen nachher. Bin gespannt, ob es was wird. Und sobald irgendwas in trockenen Tüchern ist, lasse ich euch das natürlich wissen. Alles klar. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.